willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Vor einigen Wochen, also schon ziemlich lange her, habe ich euch mal auf Instagram gefragt, was eure letzten Fehlkäufe waren. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das jetzt auf jeden Fall, weil dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Aber ich habe sehr viele interessante Nachrichten bekommen und ich habe mir über die letzten Wochen so ein bisschen Zeit genommen, einige dieser Produkte zu kaufen, beziehungsweise ein Full Face damit. Also von jeder Kategorie irgendwas. Da sind ein paar sehr, sehr interessante Aussagen dabei. Ich bin schon sehr gespannt, was mit den Produkten hier ist, die ich gekauft habe mit meinem Geld. Also ihr seid jetzt schuld, wenn ich mein Geld aus dem Fenster rausgeschmissen habe. Bye bye. Bevor wir anfangen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne tun, die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Ich habe die meisten dieser Produkte noch nicht ausprobiert, deswegen würde ich mal sagen, wir legen einfach direkt los. Okay, ich habe hier eine riesengroße Kiste. Bei Sephora habe ich nämlich ein paar Sachen bestellt. Da ist sehr, sehr viel drin. Und die Kiste ist voll süß. Not sponsored oder sowas. Okay, das hier sind die Produkte und da ist sehr, sehr viel dabei. Und wir fangen an mit der Base. Und oh wow. Da hat mir Kerstin geschrieben, Essence You Better Work Gym Proof Primer. Furchtbares Zeug. Das ist doch schon mal vielversprechend. Oje, oje. Lustigerweise habe ich die auch geschickt bekommen und die habe ich aber weggegeben. Ich habe die verschenkt und jetzt habe ich ihn wieder. Das ist das Problem, wenn ich ausmiste. Sobald ich Sachen weggebe, brauche ich sie in Videos. Das ist jedes Mal so. Das ist echt furchtbar. Auf jeden Fall mache ich den nur auf eine Seite des Gesichts. Was ich schon mal positiv anmerken kann, ist, dass hier SPF 20 drin ist. Das finde ich super. Sweatproof angeblich und Instant Blur Effect. Mhm, okay. Laut Kerstin ist das aber nicht so geil. Wir werden es herausfinden. Auf welcher Seite mache ich das jetzt? Auf der, die ihr besser sehen könnt oder auf der? Ich mache es auf meiner hässlichen Seite. Puh, der ist grün. Wie viel da? Looks like an alien had a lot of fun. Es fühlt sich ein bisschen an wie Sonnencreme. Manche Sonnencreme ist doch auch so blau, oder? Irgendwie habe ich das noch so im Kopf. Es prickelt ein bisschen. In meinen Bauchnabel. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, was bei Kerstin genau das Problem war, aber es fühlt sich schon so ein bisschen, ja, einfach wie Sonnencreme an. Ein bisschen fettig, was ich jetzt nicht so geil finde. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es gut. Wir werden es herausfinden. Ein bisschen klebrig, heißt aber noch nichts Schlechtes. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen kränklich aus auf der Seite jetzt. Kommen wir zur Foundation. Und da wurde genannt die Essence Insta Perfect Liquid Makeup Foundation. Finde sie richtig schlecht, sagt Laura. Und auch einige Leute, die sonst noch kommentiert haben. Das ist jetzt die Nummer 10, die hellste Farbe. Und zwar Strong Matte Effect Waterproof. Waterproof sogar. Ich weiß nicht genau, was der Knackpunkt hier war. Das hat mir keiner gesagt, aber ihr fandet sie nicht gut. Deswegen werden wir sie ausprobieren. Die Farbe sieht eigentlich sehr schön aus. Oh, sogar ein bisschen hell sieht sie aus. Ich mache sie mal auf die Primer-Seite. Die ist sogar hell. Das hätte ich nicht erwartet. Okay, ich habe nicht mal ausprobiert, weil ich mir dachte, die hellste Farbe bei Essence ist immer meine Farbe. Aber sie ist ein bisschen hell. Aber wir haben Bronzer. Kein Problem. Kriegen wir hin. Wow, ich bin ein Geist. Upsi. Aber bis jetzt fühlt sie sich eigentlich ganz schön an, muss ich sagen. Ich habe sowieso relativ gute Erfahrungen gemacht mit Essence Foundations. Also eine meiner liebsten Foundations, die steht sogar hier. Fresh and Fit Awake Makeup Foundation. Die ist sogar so leer, dass ich sie aufgeschraubt habe. Und wenn das bei mir passiert, dann heißt das was. Und die riecht auch so ähnlich. Also das finde ich schon mal ganz nice. Ich schlage mir gerade mein Gesicht aus. Das ist unglaublich. Aber dass sie so hell ist, hätte ich nicht erwartet. Ich sehe wirklich ein bisschen aus wie ein Geist. Spooktober is calling. Apropos Spooktober. Ich bin mir nicht sicher, was ich das nächste Jahr machen soll. Ich werde Spooktober definitiv weiterhin beibehalten. Aber ich habe das Gefühl, ich habe euch mittlerweile so viele Looks gezeigt. Und ich würde gerne mehr Geister jagen gehen. Ich weiß aber auch nicht, ob euch das interessiert. Ich weiß nicht, was ihr gerne sehen würdet im Make-up-Bereich. Wenn ihr mir da vielleicht mal ein bisschen Feedback da lassen könntet, wäre das sehr appreciated. Also ehrlich gesagt sitzt die Foundation auf meiner Haut eigentlich sehr schön. Sie ist, wie gesagt, ein bisschen hell und ein bisschen rosa. Aber alles in allem finde ich die eigentlich bisher, so auf den ersten Blick, gar nicht so übel. Eigentlich ziemlich schön. Wir gehen mal direkt weiter zu Concealer. Und zwar haben wir da den Milani Concealer. Sehr trocken und macht mich älter, als ich bin. Ich habe ja fast Geburtstag, wissen wir ja schon. Und da will ich unbedingt älter aussehen, als ich bin. Ich hoffe, dass es der war. Das war der einzige, den ich gerade gefunden habe. Der Conceal and Perfect Concealer in der Farbe 110. Ich dachte mir auch wieder, die hellste Farbe wird schon passen. Und die ist dunkler als die Foundation. Vielleicht können wir damit so ein bisschen ausgleichen, wer weiß. Oh, aber die Farbe gefällt mir eigentlich gut. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon zu viel drauf gemacht. Es haben sogar zwei Leute den genannt. Deswegen mal schauen, ob ich euch zustimme oder nicht. Auf jeden Fall ist die Farbe ein bisschen gelblicher als
die Foundation, aber dafür kann der Concealer nichts. Aber eigentlich sieht er bisher sehr schön aus. Ich packe jetzt mal hier so ein bisschen noch was drauf. Oh, da war viel mehr auf der Seite noch drauf. Weil ich da so ein bisschen Rötungen habe, die immer durchkommen durch die Foundation. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Mein Pinsel ist auseinandergefallen. Wow. Also ganz ehrlich, die Base ist so ein bisschen heavy momentan. Aber trotzdem sieht sie ganz schön aus. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie super hässlich fände oder sonst irgendwas. Also auch was die Hauttexturen so betrifft, sieht es eigentlich noch in Ordnung aus. Ich habe halt ein bisschen Poren und so ein Kram, aber da habe ich schon aufgegeben, dass es einfach in Ordnung, wie es ist und gut ist. Das ist soweit schon mal gar nicht so übel, aber es kann jetzt noch mal schlimmer kommen, denn das Puder klang auch nicht sehr vielversprechend. Und zwar wurde genannt, was mich sehr überrascht hat, das ABH Loose Powder. Viel zu trocken. Das hat so viel Geld gekostet. Das letzte teure Puder, das ich gekauft habe, war von Laura Mercier, dieses Loose Setting Powder. Und es tat mir ein bisschen weh. Ich habe die Farbe Vanilla genommen und vielleicht kann die ja ein bisschen unsere tolle Hautfarbe besser machen. Oder sie lässt uns gleich richtig schlimm aussehen, weil wir dann ganz trocken sind. Aber das Ding ist ja riesig. That's what she said. Also ich zeige euch mal, hier ist zum Beispiel so ein Setting Powder von NYX. Das ist schon mal gut, aber trotzdem, wenn es nicht gut ist, wird es mir sehr wehtun. Ich mach's mal auf und hoffe auf das Beste. Riecht nach nichts. Ich würde sagen, ich setze jetzt erstmal den Concealer ganz, ganz vorsichtig. No, ich bin an meine Foundation gekommen. Egal. Ich bin jetzt mal mutig und benutze das im ganzen Gesicht. Also vom Feeling her merke ich jetzt gerade mal nichts Verdächtiges. Aber ich gucke es mir mal an. Es ist definitiv ein bisschen schwer unter den Augen. Ich weiß aber natürlich jetzt nicht, wie viel davon der Concealer ist, wenn ich so mache. Bilden sich schon einige Fältchen, aber es ist nicht so schockierend, wie ich erwartet habe. Deswegen bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir das eine Weile drauf lassen. Ich würde gerne Augenbrauen machen, aber ich muss, glaube ich, erstmal ein bisschen Kontur und Bronzer machen, weil momentan bin ich immer noch ein Geist. Und damit ich ein bisschen gesünder aussehe, werde ich mal jetzt weitergehen zu Kontur. Ich bin ein bisschen dumm. News. Und zwar habe ich nämlich diesen Kommentar hier gelesen. Kat Von D Shade & Light Eye Contour Palette. Ich habe einfach dieses Eye überlesen und dachte, das wäre die Contour Palette. Die habe ich extra bestellt, aber die meinte sie gar nicht. Deswegen bin ich nochmal durchgegangen und habe auch einen Kommentar gefunden über die NYX Contour Palette. Und die habe ich hier. Deswegen werden wir die heute benutzen. Da sagte zum Beispiel Rita, dass sie nur fleckig bei den dunklen Tönen wird. Und ich habe die schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich habe sie früher öfter benutzt. Und zwar meistens die Farbe hier. Weil ich habe mehrere von den Paletten tatsächlich hier rumliegen. Und ich werde die jetzt einfach nochmal versuchen. Warum nicht? Ihr wisst, ich konturiere nicht so gerne. Aber ich war so excited über diese Shade & Light Palette, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt Kontur in diesem Video. Und da brauche ich sie nicht mal. Super, super. Also ich würde sagen, die Farbe ist ein bisschen rosastichig, aber ich finde die nicht schlecht eigentlich. Es haben auch mehrere Leute diese Palette genannt und ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die einfach sehr bekannt ist. Wenn jemand eine Konturpalette kauft im Drogeriebereich, dann meistens die, habe ich das Gefühl. Deswegen wird die einfach auch mehr Leute haben, die sie ausprobieren, schätze ich jetzt einfach mal. Noch ein bisschen hier. Ich habe kein Doppelkinn, ich schwöre. Komm, wenn wir schon konturieren. Dann richtig. Nur solange meine Nase nicht mehr konturiert, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wie es funktioniert. Also ganz ehrlich, ich finde die immer noch in Ordnung. Es ist nichts, was man in seinem Leben unbedingt braucht, aber ich finde sie okay. Machen wir doch gleich mal ein bisschen Bronzer und dann machen wir endlich meine Augenbrauen, weil die brauchen dringend Hilfe. Und zwar haben da sehr, sehr viele den Hoola Bronzer von Benefit genannt. Ich habe den schon so lange nicht mehr benutzt. Okay, ich muss auf jeden Fall vorsichtiger sein, als ich dachte. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen orange geworden. Schön. Ich ziehe den jetzt auch relativ weit runter, ganz vorsichtig, damit ich nicht so blass aussehe. Und es sieht jetzt auch schon viel, viel besser aus, wenn ihr mich fragt, obwohl ich ein bisschen orange bin. Donald Trump Make-up Tutorial. Also hier, finde ich, sieht es voll in Ordnung aus. Das ist halt die Konturfarbe, die da noch dazu kommt, die tatsächlich ein bisschen fleckig hier aussieht, sehe ich gerade. Also wenn man nicht aufpasst und ein bisschen heller ist, dann kann der schon mal relativ orange aussehen. Aber ich finde trotzdem, dass die Farbe ganz in Ordnung aussieht. Jetzt in der Kamera sieht es viel extremer aus als im Spiegel. Vor allem sieht die Seite viel orangener aus. Warum? Ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach leben. Wir haben noch so ein paar Gesichtsprodukte, die fehlen natürlich, aber ich muss meine Augenbrauen machen. Schaut euch diese Augenbrauen an. Sie brauchen Hilfe. Und da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen.
bisschen viele Sorgen. Und zwar haben da locker 10 Leute geschrieben, der Microblading Augenbrauenstift von Essence mit den 3 Zacken. Schnell leer und kacke. Vielversprechend. Das ist dann wohl der hier, der heißt The Eyebrow Pen. Und okay, ich bemühe mich einfach mal, das hinzubekommen. Ich schätze mal, da soll man dann so Härchen malen. Okay, wow, der ist relativ warm und dunkel. Das finde ich aber ganz cool, dass er dunkel ist. Wie soll man damit Härchen malen? Irgendwie malt er nicht so wirklich, kann das sein. Es gestaltet sich tatsächlich etwas schwierig, mit ihm richtig zu malen. Er macht eher ab und zu mal irgendwo so einen Farbklecks, aber es sieht sehr durcheinander aus. Damit zu arbeiten ist sehr schwierig. Er malt nicht gleichmäßig. Man muss 5000 Mal drüber gehen und ja, es ist es nicht wirklich so angenehm. Er ist auch sehr kratzig. Also auf der Hand kriegt er die Striche relativ gut hin. Aber weil es ein bisschen uneben wird, hat er Probleme. Mal! Tu es! Oh, natürlich, großartig. Genau da, wo ich verkackt habe, hat er gemalt. Natürlich, natürlich. Mhm, ist okay. Dünne Striche können wir damit auf jeden Fall auch nicht malen. Wow. Und wie lange soll ich noch an meinen Augenbrauen rumkratzen mit diesem hässlichen Stift? Damit sie wenigstens ansatzweise okay aussehen. Wisst ihr was? Ich setze jetzt all meine Hoffnung in das schlechte Augenbrauengel. Diese Seite da, was ist das? Warum ist hier keine Farbe? Warum malt der nicht? Das ist echt tragisch. Das Ding sollte nicht auf dem Markt sein, wenn ihr mich fragt. Jemand hatte geschrieben, dass Urban Decay Augenbrauengel mit einem genervten Smiley und so einem... Accurate. Es ist ein durchsichtiges Gel, leider. Ich habe gehofft, dass es braun ist. Ich mache jetzt mal und versuche die hier irgendwie so ein bisschen da drüber zu legen, damit man wenigstens eine Augenbraue erkennen kann. Also die Augenbraue sieht immer noch scheiße aus. Boah, wisst ihr was? Dieser Stift hat hier jetzt ein bisschen pink gemacht. Was bist du? Ich war gerade so unsicher, ob das Augenbrauengel pink ist, aber nein. Ist es nicht. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf dem hier, aber das wird gerade lila-pink. Aber das ist nicht das Gel. What? Geh jetzt mal mit ein bisschen Concealer an die Sache ran, weil das sieht echt arg böse aus. Ich habe jetzt einfach so lilane Striche in den Augenbrauen. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Stift immer lila ist oder ob das jetzt die Verbindung von den beiden Produkten war oder was auch immer da jetzt gerade passiert ist, aber ich bin verstört und möchte gerne weitermachen. Bei den Augen haben wir erstmal den Primer und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn den wollte ich persönlich schon seit Jahren ausprobieren und der wurde mir jetzt als Fehlkauf genannt. Und zwar die Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in Eden. Trocknet mein Lid sehr aus. Das wäre sehr schlecht, weil ich sowieso schon trockene Augenlider habe oder allgemein trockene Haut. Aber wir werden es ausprobieren. Ich habe sogar aus Versehen 2 bestellt, weil ich irgendwie nicht richtig geguckt habe. Sinnvoll, Ellie. Alles wie immer also. So richtig deckend scheint die nicht zu sein. Das Ding hier kratzt voll. Warum kratzt das denn so? Beim Originalen kratzt das nicht. Vielleicht spinne ich auch einfach nur gerade. Okay, ja, es macht sehr, sehr viel Textur auf dem Augenlid gerade. Aber vielleicht funktioniert es ja auch, wenn man dann Lidschatten drauf macht. Ich hoffe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel drauf gemacht habe. Aber wenn ich weniger drauf gemacht hätte, hätte sie halt nicht gedeckt. Deswegen, wir probieren es zusammen aus. Es fühlt sich sehr schwer an. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin sehr gespannt bei der Lidschattenpalette, denn es wurde öfter genannt die Essence Disney Palette. Hier hat jemand geschrieben, mega Farben, aber null pigmentiert und null Halt. Was ja die Eyeshadow Base vielleicht retten soll. Sie hat es nicht geschrieben, welche genau. Es gab mehrere, aber es gab nur noch eine online. Und lustigerweise war das auch die, die hier zum Beispiel genannt wurde, und zwar die Disney Belle Palette. Die habe ich. Die sieht eigentlich echt süß aus. Es ist hier so eine ja, ganz süße kleine Disney Palette von Essence. Und die Farben sehen eigentlich... Okay, kriege ich das auch mal ab hier? Nein, okay. Die Farben sehen auf den ersten Blick eigentlich ganz schön aus. Was ich aber schon sehen kann, ist, dass hier einfach so ein Produktionsfehler ist. Und hier einfach so Risse in der Verpackung sind. Okay, alles klar. Auf jeden Fall sieht die ganz niedlich aus eigentlich. Und ich hoffe, dass sie okay sein wird. Ich hoffe. Ich werde jetzt erstmal in diese Farbe hier reingehen. Dieses Lila. Das interessiert mich sehr. Hat, glaube ich, keinen Namen oder sowas. Aber wir gehen jetzt mal rein.
Was ist da los? Okay, Moment. Aber das sieht für einen Essence-Lidschatten ziemlich deckend aus, aber sehr fleckig. Also nicht mal nur so ein bisschen fleckig, sondern sehr, 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 sehr fleckig. Aber man kann es aufbauen. Ich habe natürlich bis jetzt nur eine Farbe ausprobiert, aber die ist eigentlich ziemlich pigmentiert, kann man sagen. Okay, ja, die ist schon arg fleckig. Ich nehme mal diese helle, matte Farbe, die hier drin ist und gehe hier so ein bisschen an den Rand. Eigentlich voll schön. Ich gehe mal in die Farbe direkt da drüber, dieses Orange, und blende damit so ein bisschen aus. Der ist ein bisschen softer pigmentiert, was aber jetzt für mein Vorhaben ganz gut ist. Also es ist ein bisschen fleckig, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich finde es tatsächlich trotzdem besser, als ich erwartet habe. Und ich freue mich, dass Essence endlich mal so ein bisschen mehr Farbabgabe drin hatte. Das ist doch mal schön. Was setze ich jetzt aufs Lid? Ich habe irgendwie Lust, diese Farbe zu benutzen. Die sieht geil aus. Die hier. Okay. Also es war jetzt nicht so in your face übermäßig krass, aber definitiv sogar besser als einige von Huda Beauty oder so, die immer so ein bisschen sind. Ich glaube, ich wurde schon von der PR-Liste gestrichen. Ich habe schon länger keine PR mehr bekommen. Hupsi. Aber ganz ehrlich, finde ich das eigentlich hübsch bisher. Ich weiß nicht, wie die blauen Töne sind. Vielleicht sollte ich die mal swatchen, weil die passen jetzt nicht wirklich zu meinem Look. Okay, der ist auf jeden Fall sehr trocken, aber hallo. Oh, der hellblaue ist geil. Also der ist weich. Der ist sehr, sehr weich. Und der schimmerblaue... Okay, der hellblaue ist so ein bisschen aufbaubedürftig. Der hier sieht chalky aus, aber deckend immerhin. Und der schimmerblaue sieht eigentlich sogar sehr nice aus, muss ich sagen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, was die Farbabgabe betrifft, weil die ist deutlich besser, als ich jetzt erwartet habe, vor allen Dingen nach den Kommentaren. Ich werde jetzt mal das Augen-Make-up fertig machen. Ich nehme einfach wieder dieses Lila und setze das hier runter. Okay, ich habe jetzt mal die andere Seite gemacht und im Innenwinkel, wie gesagt, so ein bisschen Gold und auch dieses helle Rosa. Ich finde, ehrlich gesagt, dass sie sich sehr gut geschlagen hat. Vielleicht braucht man wirklich einen guten Tacky Primer dafür, damit sie eben wirklich diese Farbabgabe hat. Bisschen mehr Arbeit als jetzt bei manchen meiner anderen Paletten, die ich sehr gerne mag. Ich finde den Look trotzdem sehr schön. Ganz ehrlich, ich finde die für eine Essence-Palette ziemlich geil. Bleiben wir doch gleich mal bei Essence. Und zwar wurde da nämlich der Essence Superfine Eyeliner Pen in Waterproof genannt. Außerdem dreht sich meine Kette schon wieder um. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal benutzt habe. Es kann gut möglich sein. Und wir werden es jetzt einmal versuchen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt hier so einen Eyeliner zu machen, weil ich den Augenlook eigentlich ganz geil finde. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Okay, wow, der ist schon relativ trocken. Oh. Okay. Ich wollte ihn gerade loben und hat aufgehört zu malen. Super. Toll. Ach, komm schon. Wow, wie oft soll ich da jetzt noch drüber gehen, bis er wirklich wieder anfängt zu malen? Also das ist ja schon sehr lustig. Ich wollte ihn loben und dann hat er einfach aufgehört zu funktionieren. Wenn der Eyeliner, der ist neu, ein Auge nur aushält, wenn Lidschatten drauf ist. What are you doing? Funktioniert nicht. Es ist eher, wenn man wirklich drauf drückt, dann malt er. Aber keiner will so eine dicke Linie haben, sondern jeder will die Spitze benutzen. Dafür ist er ja super fein. Aber die Spitze malt nicht. Oh, da hat sie einmal gemalt. Also ab und zu. Aber wenn ihr oft Eyeliner macht, wisst ihr, je öfter man drüber geht, desto schlimmer wird's. Das heißt, der ist für mich tatsächlich leider komplett durchgefallen. Obwohl ich ihn auf dem ersten Auge unglaublich gerne mochte. Ich fand sogar, dass das echt schön das ist echt schön, also die Linie ist schön. Aber warum kannst du nicht mal ein zweites Auge machen? Warum? Kommen wir zur Mascara und da bin ich unglaublich gespannt, denn das ist eine, die ich persönlich auch sehr, sehr lange ausprobieren wollte schon. Ich habe von Benefit alle Mascaras bis auf diese. Leider Gottes war das die meistgenannte Mascara, die wurde irgendwie 7 oder 8 oder 9 Mal sogar genannt. Und zwar die Bad Girl Lash Mascara von Benefit. Anscheinend ist sie für den Preis viel zu schlecht und verklebt nur, sie ist angeblich auch zu nass und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Kritikpunkte. Mascara ist auch eine sehr individuelle Sache. Das heißt, bei jedem funktioniert die unglaublich unterschiedlich. Deswegen, vielleicht funktioniert sie für mich. Vielleicht, hoffentlich. Wir probieren es. Okay, ich finde die Formulierung ganz nice. Ich glaube, für unten könnte die sehr schön sein. Ja. Bei mir verklebt sie bisher absolut überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, eine Mascara, die ich persönlich für den Alltag gerne benutzen würde. Also wenn meine Lashes relativ natürlich aussehen sollen, aber halt einfach ein bisschen schöner, weil sie bei mir tatsächlich gar nicht verklebt. Also 0%. Aber es ist halt auch so gar kein Volumen oder sowas. Auf jeden Fall auch keine Länge oder sonst irgendwas. Sondern es ist ganz hübsch so, aber das kriegt man halt in der Drogerie auch für 2 Euro. In diesem Ausmaß. Ich bin ein großer Fan von den Benefit Mascaras.
Das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Und Roller Lash ist auch immer in meiner Make-up-Tasche. Die macht schön geteilte Wimpern bei mir. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber eben nicht jetzt, macht halt sonst nicht so viel. Aber ich finde sie okay. Ich kann aber zustimmen für den Preis, dass man sich da vielleicht viel mehr erhofft von eben der Wirkung dieser Mascara. Die hat jetzt nicht so diese Bombenwirkung, wo man so fast vom Stuhl fällt, weil sie krass ist, sondern sie ist ganz hübsch. Aber das war es eigentlich auch schon. Wir sind bei den Wimpern noch nicht fertig. Ich habe nämlich auch einen sehr interessanten Kommentar bekommen. Und zwar über die Magnetwimpern von Essence. Ihr wisst, wie ich zu Magnetwimpern stehe. Ich bin kein Fan und ich habe sie trotzdem gekauft für euch. Das sind die Lash On Lash Off Volumizing Magnetic Accent Lashes von Essence. What did I do? Top Lash, Bottom Lash. Okay, ich nehme jetzt mal eine weg. Ist das jetzt links oder ist das rechts? Ach, das ist vollkommen egal. Die sind nämlich komplett gerade. Oh, sie hängt an meinem Ring fest. Seht ihr das? Das ist praktisch. Ich verliere nicht mehr meine Wimpern. Das ist doch toll. Okay, ich setze mal die Top Lashes drauf. Und jetzt setze ich die Bottom Lashes. Ah! Das ist sehr hässlich. Seht ihr, wie gerade die einfach sind? Das ist ja unglaublich hässlich. Was ich aber sagen muss, ist, dass die jetzt sehr gut halten. Also das kenne ich von diesen Magnetwimpern auch nicht so richtig. Aber es sieht halt leider echt blöd aus. Ich versuche es mal ein bisschen weiter in die Mitte zu setzen. Aber ich glaube, das wird nichts. Okay, wo setzen wir sie hin? Hier hin? Bisschen weiter außen muss ich sie hinsetzen, sonst sehe ich komplett verrückt aus. Okay, los geht's. Ah! Oh, oh, okay, das hat nicht. Seht ihr das? Beautiful. So pretty. Vielleicht hätte ich sie drauf lassen sollen. Ich krieg die nie wieder drauf. Ich krieg sie nicht mehr auseinander. Okay, ein letztes Mal. Top Lashes. Nein! Oh, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, aber es. Ich setze sie nochmal an den Rand. Da hat es am besten funktioniert, okay? Vielleicht liegt es einfach daran. An den Rand? Wow, nein, ich krieg's nicht mehr hin. Really? Really? Oh, Jesus. Ich krieg's nicht mehr hin. Ups. Ja, okay, wow. Ich krieg's halt einfach nicht auf die Reihe. Probier mal die andere Seite, vielleicht klappt das besser. Oh! She's on. Ich akzeptiere, dass es einfach mal so, wie es ist und setz die zweite hier hinten drauf. Jesus Christus! Also die eine hier ist es leider zu weit hier vorne, aber ich muss es jetzt so lassen, weil ich krieg's einfach nicht besser hin. Das sind meine tollen Wimpern für den Tag. Ich habe das Gefühl, in der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus, wie es in Real Life aussieht. Das sieht echt bös verkackt aus. Wir gehen mal weiter wieder zurück zum Gesicht. Und zwar bin ich da auch sehr gespannt. Da wurde genannt Benefit Coralissa Blush. Keine bis kaum Farbabgabe. Fun Fact, ich habe von Benefit so gut wie alles, bis auf das Coralissa Blush. Ich habe sogar das Ding hier geschickt bekommen, aber da gibt es zwei verschiedene Versionen und ich habe die bekommen mit Hoola und nicht Coralissa. Das hier ist jetzt die mit Hoola Light, Dandelion und Coralissa und ich hoffe, dass es für mich funktioniert, weil ich fand Coralissa eigentlich immer sehr schön. Wir werden sehen. Also es ist eine sehr schöne Peach-Farbe und genauso eine suche ich eigentlich. Deswegen wünsche mir Glück, dass ich nicht enttäuscht werde. Ich sehe nichts auf dem Pinsel, aber ich sehe definitiv, was gemeint ist. Das sehe ich. Andere Seite mal versuchen. Also ich schichte und schichte und schichte und schichte und ich glaube, das ist das meiste, was passiert. Also wirklich nicht viel. Ich weiß, dass Benefit Blushes auch nicht super günstig sind. Da ist nicht viel zu machen, da ist nicht viel zu holen. Da passiert tatsächlich nicht viel. Mann, ich finde das schade. Ich möchte es so gerne lieben, aber es ist halt, ja, man kann sie nicht mal swatchen. Das ist so ein leichter Schimmer eigentlich. Oh Mann, Coralista, so ein kleines bisschen mehr könntest du schon machen. Der Hoola Light Bronzer sieht hier so gelb aus. Der ist einfach besser als die Blushes. Und Coralista vor allen Dingen ist extrem trocken und es wird schon so grainy. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der ist einfach zu fest gepresst. Aus meinem Möchtegern-Ich-Weiß-Alles-Make-up-Wissen. Er wirkt mir zu fest gepresst. Na gut, ich glaube, Essence und Benefit sind hier nicht so gut weggekommen, denn das nächste Produkt ist auch von Benefit. Und zwar ist es der What's Up Highlighter von Benefit. Den habe ich hier in groß und sogar in der kleinen Version irgendwo. Hier, schaut mal, wie süß der ist. Er ist so winzig. Ich möchte ihn jetzt ungern so direkt auf mein Gesicht klatschen. Hier ist
einen Schwamm dabei, deswegen schätze ich, dass man ihn mit einem Schwamm auftragen soll. Ich nehme jetzt einfach meinen Beauty Blender und gehe damit direkt hier rein. Der ist eigentlich ein bisschen dunkel für mich, deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber wir setzen ihn mal. Kommt da was? Ja, ein bisschen. Oh, ein bisschen. Sehr, sehr soft. Ich würde jetzt... Ich will eigentlich nicht, aber... Komm. Okay, das macht einen Unterschied. Es ist definitiv kein Blinding Highlight. Er ist sehr soft, sehr subtle. Ich glaube, wenn man zum Beispiel keine Foundation drauf hat, vielleicht ein bisschen Blush, ein bisschen Highlighter drauf machen will, Bronzer, Blush, Highlighter oder so irgendwas, einfach ein bisschen fresh auszusehen, könnte ich mir vorstellen, dass er sogar sehr schön ist, wenn man einfach echt so drauf machen kann und dann von mir aus auch mit dem Ding, aber eher mit einem normalen Schwamm oder sowas ausblenden kann. Aber er ist definitiv kein krasser Highlighter. Das funktioniert aber sehr schön. Dafür funktioniert er sehr gut, dafür gefällt er mir. Aber würde ich mir jetzt einen Highlighter kaufen, nur dafür? Eher nicht. Aber wie gesagt, es ist halt einfach ein sehr softes Highlighter und nichts, was so BAM in your face ist. Wir kommen mal zum Lippenstift und da bin ich mehr als gespannt. Das habe ich nämlich extra aus Amerika bestellt, weshalb dieses Video auch ein bisschen lang gedauert hat. Auf jeden Fall ist es der Lippenstift von Tarte in Skinny Dip. Noch nie einen so hässlichen Lippenstift gesehen. Vielversprechend, let's try it out. Hier ist das gute Stück. Das ist der Rainforest of the Sea Color Splash Lipstick in der Farbe Skinny Dip. Ich hoffe, dass der gemeint war. Das war der einzige, den ich gefunden habe in der Farbe. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da so ultra hässlich ist. Oh, die Verpackung ist ja süß. Schau mal. Okay. Oh, Jaclyn Hill is shaking. Hier ist einfach so eine Faser. Aber das ist, glaube ich, vom Plastik. Ja, das ist Plastik. Okay, kleiner Produktionsfehler am Rande. Aber war nur ein Stück Plastik ein bisschen. Das sieht so aus. Eigentlich finde ich die Farbe sehr schön. Wir werden sehen, wie sie auf den Lippen aussieht. Das ist nämlich die Frage. Ich finde den gerade so hübsch, weil dieses Blau und dieses Peach eigentlich zusammen ganz schön aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auf den Lippen echt ein bisschen hässlich sein könnte, weil er so hell ist. Wir probieren es. Okay, also anfühlen tut er sich ganz schön. Aber es halt tatsächlich sehr, sehr hell. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, man kann das hinkriegen, dass der schön ist. Soll ich es mal ausprobieren? Auch gerade für dich, Julchen913, dass du ihn vielleicht benutzen kannst, weil die sind auch nicht so günstig. Ich probiere es mal. Okay, ich habe ihn jetzt nochmal weggemacht, aber ich muss sagen, dass er mir ein bisschen besser gefallen hat, als ich ihn länger drauf hatte. Auf jeden Fall nehme ich jetzt den NYX Suede Matte Lip Liner in der Farbe London. Also einfach so ein bisschen so ein bräunliches. Eine bräunliche Farbe. Wow. Satz. Und damit orange. Der ist auf jeden Fall etwas dunkler als der Lippenstift. Also eine ähnliche Farbe, würde ich sagen, aber dunkler. Okay, und da setze ich jetzt mal den Lippenstift drüber. Und zwar hauptsächlich in der Mitte. Und so ist er definitiv tragbar. Und weil ich dieses Video auch eigentlich gleich Essence und Benefit Flop Produkte nennen könnte, werden wir jetzt auch ein Setting Spray von Essence benutzen, denn das ist das einzige, was bei Setting Spray öfter genannt wurde. Und zwar das Essence Keep It Perfect Makeup Fixing Spray mit diesem sehr aussagekräftigen Emoji. Es gab auch noch dieses Gym Proof Fixing Spray, was oft genannt wurde, aber das gab es nicht mehr bei uns. Deswegen nehmen wir das hier. Wow. Der Sprühkopf so... Okay. Vielleicht nur eine Seite erstmal. Mm. Es stinkt. Wow, das hat sehr viel Power dahinter. Wie weit soll man das weghalten? Puh, ich muss mir das Ganze jetzt mal genauer angucken. Ich gucke mir jetzt mal in meinem Spiegel an, was ich so hier fabriziert habe. Den Lidschatten finde ich in Ordnung. Es ist ein bisschen ungleichmäßig, ein bisschen muddy, aber es ist eine Essence-Palette, die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, relativ bezahlbar ist. Augenbrauen, komplette Katastrophe. Ich finde aber das Augenbrauen-Gel ganz interessant. Dieses Fixing-Spray, ich habe überall Punkte jetzt, weil das ist echt... Also der Druck dahinter ist sehr intensiv. Ich sehe vom Blush tatsächlich irgendwie gefühlt gar nichts. Ich finde jetzt mittlerweile aber auch die Foundation sehr heavy, sehr cakey. Gleiches gilt für den Concealer. Also was mein Face-Make-up betrifft, es hat mich sehr, sehr viel älter gemacht. Also meine Haut sieht nicht so aus, aber es sieht nicht so geil aus. Also ihr könnt sehen, dass die Textur extrem betont ist. Die Poren sind extrem betont. Auf jeden Fall geht hier meine Foundation schön in diese Lachfalte. Seht ihr das? Sieht toll aus. Ich kann mir vorstellen, den Lippenstift nochmal zu benutzen, weil den finde ich ganz nice. Der Eyeliner, kompletter Fail, diese Wimpern. Was seid ihr? Darf ich euch wieder runter machen? Dankeschön. Ich
Echt, nee, die sind echt unnötig. Das ist echt rausgeschmissenes Geld. Vor allem, die sind gar nicht so günstig. Ich mag den Hoola Bronzer eigentlich. Ich mag auch die Konturpalette. Ich möchte gerne mal die Foundation mit einem anderen Puder ausprobieren und das Puder mit einer anderen Foundation. Genauso wie mit dem Concealer. Wobei ich glaube, dass der einfach relativ heavy ist. Erinnert mich ein bisschen an Shape Tape. Das kann gut aussehen, wenn man wirklich nur ein bisschen benutzt. Da muss ich aber noch ein bisschen rumspielen, weil das geht so nicht. Die Mascara ist in Ordnung. Ich finde sie eigentlich sehr schön, aber wie gesagt, halt nicht so... Boom, krass, wow. Also ich werde sie hier stehen lassen und benutzen, definitiv auch gerade so für Alltagslooks. Wenn ich jetzt wirklich intensive Wimpern haben will, dann ist das auf jeden Fall nicht die Mascara dafür. Mein Gesicht fühlt sich ein bisschen warm an auf der Seite mit Fixing Spray. Vielleicht passiert da gerade irgendwas. Aber das ist echt, wow, das ist heftig. Voll krass, was da rauskommt für eine Power. Das schießt dir das ganze Make-up vom Gesicht. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, weil ich habe mehrere Fixing Sprays von Essence und vielleicht sind die auch nicht alle so. Aber das hier ist echt übel. Da kommt so ein kleiner, dünner Strahl raus, der so komplett auf eine Stelle geht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. How do you like the lipstick? I like the lipstick? Kind of looks weird, to be honest. Weird? Ja, sieht echt so. Was ich mir gefällt er nicht. Okay. Das wird dann wohl als Fazit reichen. Ich fand es tatsächlich sehr spannend zu testen, was für Produkte ihr als Fehlkäufe betitelt, die ihr gemacht habt. Also dafür, finde ich, sehe ich eigentlich von einer normalen Distanz recht in Ordnung aus. Von nahem ist es halt so ein bisschen nicht ideal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins dieser Produkte auch schon ausprobiert habt oder nicht. Und wenn ja, wie es euch gefallen hat oder ob euch irgendwas überrascht hat in diesem Video. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, dann lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Folgt mir auch auf Instagram, um solche Sachen nicht zu verpassen. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne tun. Und die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. An dieser Stelle ein Dankeschön noch an die Make-up, die dieses Video sponsern und mit denen ich gerade momentan ein bisschen länger schon zusammenarbeite. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ich benutze die Wattepads an sich sehr, sehr gerne von denen. Wenn ihr gerade so Richtung Weihnachten und Silvester denkt, es gibt da sicherlich sehr, sehr viele Leute, die mit Glitzer arbeiten. Und Glitzer will man nicht unbedingt in seinen Handtüchern und sonst irgendwo haben. Deswegen sind die hier oder auch die Expert Wattepads sehr, sehr praktisch, weil man dann damit wirklich ganz einfach alles abbekommt. Und das rettet mir jedes Mal wieder mein Leben. Ja, so viel dazu. Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Wochenende wieder. Bis dann!